Besser gesagt, was davon übrig ist. Was zum Teufel? Schnappt ihn! Keinen Schritt Wo weiter! kommen die her? Rotes Leuchten. Jack. Hey, es ist unmöglich vorzugehen, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Bastard. Euer Ableger ist ein richtiger Held, liebstes Scharlachrübchen. Wusstet ihr, dass man ihn zum Arena-Champion gekürt hat? Ihr wärt bestimmt stolz auf ihn gewesen. Muss wohl in der Familie liegen. Das und in einer meiner kuscheligen kleinen Zellen eingesperrt zu sein. Widerliche Missgeburt. Lass ihn gehen. Er weiß doch überhaupt nichts. Ihr werdet bald bemerken, dass er eine ganze Menge weiß. Seht ihn, das Arena-Siegel, das ich ihm gab, hat mir jede seiner Bewegungen gezeigt. Oh! Ist unterhaltsam. Er hat Gräber geöffnet, alte Trottel gerettet, sich mit seiner verrückten Schwester getroffen. Krass, krass, krass. Ich war ein Stalker. Eure süße kleine Tochter ist wohl auch noch am Leben. Sie hat ihm alles über das Schwert erzählt. Und über eure verfluchte Familie. Und jetzt, meine Süße, werdet ihr mir verraten, wo der Schlüssel ist. Das Schlüssel. So, ich krieg jetzt schon auf die Ölme. Achso. Ich bin ja jetzt auch im Knast. Wir kommen euch und das andere Pack später holen. Puh. Es wird ihm gefallen, was, Tipps? Geh zum Teufel, Schwein! Ruhig, Tipps, ruhig. Du solltest deine Energie für später sparen. Du wirst sie brauchen. Oh, und keine Tricks mit dieser komischen Willenskraft. Die funktioniert hier nicht. Dafür hat der Boss gesorgt. Verdammt! Das war doch mein Plan. Da mache ich halt Posen. In der Zelle nebenan. Ihr müsst der sein, den die dauernd mit glühenden Zangen gezwickt haben. Ich konnte euer Kreischen bis hier unten hören, Kumpel. Ihr müsst euch nicht schämen. Die wissen, wie man quält. Wartet mal. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid dieser Typ. Arschgesicht, stimmt's? Ja, ich bin Arschgesicht. Und Hopfutter aus der netten kleinen Wisper gemacht. Euresgleichen sehen wir nicht oft hier. Was habt ihr gemacht? Eine Bürgermeisterin getötet? Schweine abgestochen? Der Direktor kann sein Glück sicher nicht fassen. Eigentlich habe ich nichts gemacht. Geburtstag, wisst ihr? Das heimtückische Aas. Jedes Jahr holt er uns aus den Zellen, zeigt uns die Sonne, damit wir sehen, was uns fehlt, und wirft uns dann wieder hier rein. Das macht er nicht aus lauter Herzensgüte. Wir lassen uns in den Innenhof rennen und wetten, wer gewinnt. Ja, ich gewinne. Dann ins Büro des Direktors und was sich da abspielt, ist so grausam, dass man schweigen muss. Aber wenigstens kann man. Jetzt auch zu labern, ich will rennen. Und es sind nicht nur Bücher und Möbel da drinnen. Los jetzt, Abschaum, es geht raus. Das Rennen beginnt und ihr solltet eine gute Vorstellung geben. Einige von uns haben viel Geld auf euch gesetzt. Wenn ihr gewinnt, mögen wir euch. Verliert ihr, geht's gleich ab in die Folterkammer. Klingt gut? Ja, klingt gut. Lasst es mich hören. Danke, Gott. Also, ihr Jammerlappen. Ich will ein fieses Rennen sehen. Viel Schubsen und Anrempeln, klar? Mhm. Wird gemacht. Geht auf eure Plätze. 3, 2, 1. Nimm den Finger raus, alter Beule. Der Ausflug zum Direktor ist mein. Nimm den Finger raus, alter Beule. Jupp.
Das nennst du Laufen? Schnecke! Schneller, schneller! Ich glaube, hier soll ich gar nicht mehr. Doch. Ein Glück. Nein! Ich failte! Jetzt muss ich ihn verprügeln. Ich muss das Rennen gewinnen. Das nennst du Laufen, Schnecke. Los. Ich bin außer Booste. So. Tada! Wir haben einen Sieger. Schwarzer Stefan. Bringt ihn in mein Büro. Willkommen in meinem einfachen Quartier. Ihr habt euch eine einmalige Belohnung verdient. Eine meiner berühmten Dichterlesungen. Ja, das stimmt. Diese Mauern aus Stein schrecken den wahren Dichter nicht. Ich möchte keinen Mucks von euch hören. Es erfordert höchste Konzentration, die Seele auszuschütten. Der Vortrag beginnt sogleich. Denkt daran, ich brauche absolute Stille. Okay. Die lehrreiche Ballade vom Galgenvogel. Sehet den Sperling, so edel und gut. Wie er fliegt vorbei an unserem Knast. Keinen gibt es, der ein Leid ihm tut. Versucht es einer, hätt er ihn verpasst. Aus seinem Schnabel tönt seine Geschichte. Im Käfig einst der Freiheit beraubert. Nein! Oh Gott! Hey, wer hat gesagt, ihr dürft euch bewegen? Jetzt zurück, ich ja, sagte ja, doch, ja. Im Käfig einst der Freiheit beraubert. Habe ich jetzt das. Jetzt ist er eins mit den Wolken. Danke. Gewicht. Man merkt schmerzlich, dass ihr ein Kunstbanause seid. Die Dunkelheit der Zelle zehrte am Geist des Helden. Auch seine Lebenskraft wurde aufgezehrt. Noch ein Jahr in dem Gefängnis. Noch ein Jahr der Folter. Das edle Blut uralten Adels in seinen Adern, die Kraft der Gilde, nichts zählte in diesen Mauern. Nope. Während dieser ganzen Zeit zog Mr. Jack frei durch Albion. Der Held würde nicht gebrochen werden, er würde frei sein. Ja, wenn ich das richtige Tagebuch entdecke. Oh, Haare. Heute ist ein großer Tag. Ihr werdet es bald merken. Schaffen wir ihn in die Arrestzellen mit den anderen. Tja, es geht wieder mal los. Bleibt da drin, wir holen euch gleich. Dieses Jahr seid ihr weniger. Was wohl aus denen geworden ist, hm? Ah, ihr habt überlebt. Ein neues Jahr, ein neues Rennen. Aber wir müssen ins Büro des Direktors kommen. Wir müssen den Schlüssel haben. Ja. Ja, hier werde ich wohl sterben. So, ich will. Los, diesmal aber. Es geht raus. Das Rennen beginnt und ihr solltet eine gute Vorstellung geben. Einige von uns haben viel Geld auf euch gesetzt. Ja. Wenn ihr gewinnt, mögen wir euch. Verliert ihr, geht's gleich ab in die Folterkammer. Klingt. No. Ja, klingt gut. Lasst es mich hören. Sterben. So.
Rennen die zweite. Furchtbar. Furchtbar. Gut, ihr kennt die Prozedur. Denn wir. Geht auf eure Plätze. 3, 2, 1. Und los. Er ist in Führung. Ich muss ihn einholen. Gib mir bitte den Gnadenschuss. Da wäre ich lieber in der Folterkammer. Ich möchte keine Haare haben und ich will meinen alten Bart zurück. Das nennst du Lauf? Schnecke. Schneller, schneller! Schneller, schneller! Noch schneller! Ihr schon wieder. Ihr seid eine echte Sportskanone, was? Geht so. Ich freue mich auf ein weiteres Plauderstündchen in meinem Büro. Wachen? Also kriegen wir immerhin wieder ein schönes Gedicht von ihm mit. Grau ist die hübscheste aller Farben. Oh, Grau ist die hübscheste Farbe. Denn ihr Name ist Grau, sie heißt Grey. Sie lässt mich vergessen jede Narbe. Wenn ich sie sehe, fühle ich mich okay. Sie lebt im Norden unter einem Regenbogen. Ich schau aus meinem Elend zu ihr hinauf. Sie ist immer denselben Freiern gewogen. Na? Ist da drin? Oh, yes. Man merkt schmerzlich, dass ihr ein Kunstbann... Ja, zurück in die Zelle, ist schon okay. Zellenschlüssel. Jetzt können wir ein bisschen rampagen. Er hat wohl seinen Schlüssel verloren. Bis wir ihn finden, bleibt ihr in den Zellen. Die Folter wird verschoben. Oh nein, ich hatte mich schon so auf die Folter gefreut. Hahaha. Bereit? Lasst euch alle raus. Endlich! Ich bin frei! Endlich! Ich bin frei! Ich bin raus! Ihr seid ein Kumpel! Ich bin ein Kumpel! Da hört ihr es! Ein echter Kumpel. So habe ich nämlich jetzt ein Meat Shield. Mein ist die Rache. Mein ist die Rache. So, Folterkammer. Mutti holen. Stopp. Wir haben keine Chance, wenn du dann... Du musst deine Ausrüstung... Witzig. Kann ich überhaupt speichern gerade? Nee, nur Heldenspielstand. Mühe. Ja, dann lass mal hier die Leute... Heult euch, los. Ich will mein Shit wieder haben. Und ich will zaubern können. Ach nö. Ich ahne Schlimmes.
Ah, meine fehlende Haare, okay. Dann kann ich ja jetzt. Ach, ist sogar schon. Ist schon ausgerüstet alles. Oh, perfekt. Okay, ich verstehe das eine Symbol da nicht. Wir lenken die Wächter ab und fliehen. Ratz, Ratz. Oh. Der lebt ja noch. Oder? Nee, ich kann alle treten. Na gut. Aber ich bin immerhin nicht mehr grün. Nicht mehr grün. Nicht mehr grün. Nicht mehr grün ist gut. Und rushen, rushen, rushen. Die Frau Mama wollen wir retten. Das Gitter damit. Mache ich. Auf geht's. So, komm mit Mutti. Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen uns sputen. So. Was zum Teufel? Schnapp ihn! Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen uns... Eindringling! Was zum Teufel? Schnappt ihn! Was zum Teufel? Aber Mutti ist ja eine Heldin. Die kann das ab, wenn wir hier so ein bisschen beäumelt werden. Sollte sie zumindest, meiner Meinung nach. Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen uns sputen. Ja, das sagtest du bereits. Mehrfach. So, Truhe auf. Blitzverstärkung. Und ich bin wieder grün. Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen uns sputen. Fisch? No, 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 no. Metallischer Tunnel. Oh nein, das geht hier nicht. Hört auf, mir auf die Nerven zu gehen. Eindringling! Fratz. Oh nein, das tut ihr nicht. Doch. Hier runtergekommen. Jammer nicht. Komm ran. Hab dich schon rausgeholt aus dem Blink. So, Tentacle Grape. Die Tentakel-Traube. Dass es reichlich ineffizient ist. Aber ich könnte mich auch irren. Okay, ja, ich habe mich geirrt. Habe ich nichts mehr zum Futtern?
keine Tackles. Tackles sind härter als das Vieh. Und ich starb, aber ich habe ja mein Wunderzeugs. Okay, wo haben wir das her? Halt die Fresse, mach dich behilflich. Oder nützlich, oder irgendwie. Die Barrieren scheinen mit dem Gipfel offen zu sein. Ich weiß nicht mehr, wie man reden. Das funktioniert nicht mehr. Ich sollte. Ja. Friss. Ich glaube, die Barrieren sind mit dem Ding verbunden, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Fritzel, Fritzel. Was bist du überhaupt, außer hässlich? Güte zu sterben, danke. Und tot. Natürlich nicht besser machen können. Aber wir müssen uns sputen. Ja. Wir sputen uns ja schon. Din. Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen uns sputen. Okay, klar ist es. Wird auch albern langsam. Rachedurst brannte heiß wie Sonne im Helden und sein Schicksal war vorgezeichnet. Mhm. Jack hatte einen Schatten auf sein ganzes Leben geworfen. Also muss Jack sterben. Für die Erblindung seiner Schwester und die Gefangenschaft seiner Mutter. Und bald würde seine Macht absolut sein. Denn Jack wusste wie. Dich nach alledem doch recht gut entwickelt. Das war vorhin nicht schlecht. Aber es gibt noch so viel zu tun. Jack kommt dem Schwert immer näher. Ich kann es spüren. Er braucht einen Schlüssel, um das Schwert aus seinem Versteck zu holen. Und jetzt weiß er, wo er ist. Der Schlüssel ist an der Hookküste, in den Ruinen einer alten Abtei. Du musst ihn vor ihm finden. Mach ich. Wir haben einen Vorteil. Er weiß nicht, dass sich der Schlüssel nur einem Mitglied unserer Familie zeigen wird. Deshalb müssen wir ja auch deine Schwester finden. Solange sie da draußen ist, könnte sich Jack ihrer bedienen. Du solltest nach Darkwood gehen und das Portal untersuchen. Es muss eine Möglichkeit geben, es zu aktivieren. Ruft mich einfach der Nex an. Weg zur Hookküste. Aber jetzt habe ich ein Geschenk für dich. Es fließt Kraft in deinen Adern, die noch nicht angezapft wurde. Aber ich kann hier jetzt nicht einfach rangehen. Oh. Ich rufe ihn einfach gleich zurück. Fühlt sich gut an, stimmt's? Von jetzt an werde ich mit dir durch dein Gildensiegel sprechen können.
Geh jetzt. Ich werde versuchen, Theresa zu finden. Oh, toll. Ich freue mich. Noch mehr Leute, die mich einfach voll labern können. Durch mein Gildensiegel. Als wenn der Gildenmeister nicht schon genug wäre. Krantan! Ganz viel Erfahrung. Und Bekanntheit. Und ganz viel Shit. Und Spiel wird gespeichert. Und wir machen jetzt Ende, weil... kein Bock mehr. Außerdem ist die Stunde voll. Tschüss.